Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie versprochen, teste ich die Fire Event 1960er Böller. Wir kennen die ja alle, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Wir möchten die heute einfach mal testen, wie die so sind. Ihr könnt jetzt auch nochmal die Rückseite angucken. Und das Ganze machen wir zu dem besten Wetter. Es ist alles voller Schnee draußen, deswegen passt es ganz gut. Also Fire Event Böller, wissen wir ja, ähneln sich sehr stark der Funke Böller D, haben wir hier. Aus der ersten Charge, da werden wir zwei als Referenz nehmen und gucken, welche besser sind. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal die von Fire Event auf. Kannst du mal gleich einen rausholen und dann schauen wir uns den mal an. Genau, also so sieht der aus, in einem roten Design. Vorne ist er auch natürlich zugestopft mit grauer Lunte. Hinten wirklich super gut verarbeitet, muss man sagen. Die sind auch sehr hart, auch zugestopft, ziemlich leicht. Und würde ich mal sagen, hol mal einen von Funke raus. Und dann gucken wir uns die beiden mal nebeneinander an. Also Funke, auch super hart. Natürlich auch, kennt man, super Verarbeitung. Echt alles gut gemacht. Sehr, sehr dick, sehr, sehr laut. Und beide eine NEM von 4 Gramm. So sehen die aus vorne. Also man sieht, der Fire Event ein bisschen dünner vorne. Und hinten, ja, Funke schon ein bisschen dicker. Aber ich würde sagen, wir testen die jetzt einfach mal und dann gebe ich mein Fazit dazu ab. Also viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an mit Fire Event. So, bei dem besten Wetter machen wir gleich mal die Fire Event. Kannst du gleich mal einzeln testen. Oder wir machen eh alle vier. Danke Laura für das Feuerzeug. Hui, schöne Schnipsel. Jetzt gleich den nächsten machen. Also laut sind sie. Ja, der war jetzt nicht so gut, aber die Schnipsel sind top. So, Feuer ist leider kaputt gegangen. Machen wir weiter. Den dritten. Oh, das war ein Verpuffer. Okay. Ja, und dann den letzten. Okay, die waren jetzt nicht so gut, fand ich. So, und als Referenz machen wir dann die Funkeböller. Lass uns gleich den ersten anzünden. Boah, ist so ein krasses Wetter, ey. Schon einiges lauter. Also der war jetzt wirklich lauter als die anderen. Und den letzten. Ja, viel, viel besser. Also Funke hat definitiv gewonnen. So sieht es aber aus, wenn man 6 Retro Oldschool Funke Fire Event Böller gezündet hat. Im Schnee sehr, sehr geil. Hier nochmal der Funke Böller. Also wirklich, wirklich geil. Leider bei dem Fire Event so ein bisschen Verpuffer, fand ich. Aber wir können uns den nochmal anschauen. Der ist da hinten. Also der eine ist wirklich nur verpufft. Schade. Naja, Funke dann doch besser. Danke fürs Zuschauen, Leute.